Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel VfB Lübeck gegen den SSV Ulm. Ich begrüße unseren Gasttrainer Thomas Wörle und unseren Trainer Florian Schnorrenberg und bitte unseren Gast, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, guten Tag. Ja, wir haben ein interessantes Spiel gesehen, denke ich, mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Jeweils die Mannschaft, die den Gegenwind hatte, hat sich total schwer getan, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. War absolut möglich, natürlich gut zu pressen dann dementsprechend. So ging es uns eben in Halbzeit 1. Da war Lübeck sicherlich sehr griffig, sehr aggressiv, sehr fleißig, hat jeden Zweikampf wertgeschätzt. Etwas mehr als wir in der ersten Halbzeit, finde ich. Und haben natürlich dann erste Halbzeit mit dem Vorteil gespielt, mit dem Wind. Und haben dann folgerichtig vielleicht auch das Tor gemacht. Ja, war jetzt nicht eine brutale Druckphase, die da irgendwie gesehen habe, aber letztendlich dann nach einer Standardsituation ein bisschen ärgerlich für uns, wie es dann entstanden ist, aber vor dem heimischen Publikum, da geht natürlich was, da kam auch eine Wucht auf, immer wieder mal. Wir haben uns schwer getan, nach vorne was zu entwickeln in Halbzeit 1, haben mit den Bedingungen zu tun gehabt, ohne Zweifel, haben dann ein, zwei Schüsschen gehabt, mehr war es nicht und wir wussten aber, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, wir waren uns ganz sicher, es wird eine ganz andere zweite Halbzeit werden, ja, weil wir eben die Bedingungen gespürt haben. Und deswegen haben wir uns absolut ausgerechnet, auch, sag mal, das Spiel drehen zu können auch noch. In der zweiten Halbzeit war noch genügend Zeit. Und so kam es dann auch. Wir haben dann letztendlich in der zweiten Halbzeit richtig Druck gemacht. Ja. Wir haben versucht, sehr, sehr viel anzulaufen, zu pressen und waren auch in diesen Tugenden deutlich besser drin. Haben dann zweite, dritte, vierte Bälle häufiger für uns bekommen und haben dann wirklich einen Druck entwickelt. Haben dann auch eine Doppelchance gehabt, wo wir zweimal knapp dran sind, Felix Hiegel und dann im Nachschuss dann nochmal Pippo Strompf, machen dann das Tor auch nach einer Standardsituation letztendlich, ich glaube, ein dritter, vierter Ball dann, der nochmal reinkommt und wir waren da gierig drauf, machen das 1-1 und in der Folgezeit habe ich dann schon eine Drangphase von uns eher gesehen, ja, nicht, dass wir im Minutentakt eine Chance hatten, aber wir haben sie versucht einzuschnüren, haben immer wieder unsere Momente gehabt, wo wir uns mal ein bisschen durchgespielt haben oder einen Ball gewonnen haben, dann nach vorne gespielt haben, den Ball verloren haben, wieder gewonnen haben und so haben wir den Druck dann irgendwie aufrechterhalten können, auch über Standardsituationen, aber ja, Lübeck hat auch gut verteidigt, hat mit Mann und Maus alles weggeblockt, was da so kam und letztendlich hat es ja nicht sollen sein für uns. Ich glaube insgesamt zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten ja, und ein 1-1 am Ende. Danke. Danke. Florian, dein Statement. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich kann mich der Analyse fast komplett anschließen. Ich glaube, war unsere beste erste Halbzeit, seit ich da bin. Oder beste Halbzeit, die erste, so muss ich sagen. Und das Spiel war tatsächlich extrem vom Wind geprägt. Haben dann durch ein Kopfballtor von Carsten Hofer gehen wir in Führung, weil er einfach auch bereit ist, in den Ball reinzugehen. Und haben dann die eine oder andere Situation, wo uns vielleicht dann noch fehlt, zum Abschluss zu kommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, waren viele Dinge heute besser. Wir hatten tiefe Laufwege und man muss auch immer sagen, gegen wen wir heute gespielt haben, gegen eine richtig spielstarke Mannschaft, die Tabellendritter ist. Ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen wollen heute, brauchen wir ein zweites Tor. Die Situation war dann da durch Robin Velasco nach seinem tollen Solo in der zweiten Halbzeit, wo wir knapp verziehen. Ansonsten muss ich sagen, haben wir nachher dann schon extrem unter Druck gestanden. So tief wollten wir nicht stehen oder verteidigen, war eher ein Muss. Und wir haben alle da draußen natürlich gehofft, dass wir vielleicht nochmal einen Konter setzen können. Schade, dass alle vier Wechsel, die wir heute machen mussten, dann, wo unsere Spieler leider nicht weiterspielen konnten. Aaron Herzog konnte nichts mehr sehen. Ist aber jetzt besser. Die anderen beiden hatten Krämpfe. Aber so müssen wir auch hier zu Werke gehen zu Hause. Ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, ja, nachher am Ende der Saison unser großes Ziel zu erreichen, weil wir waren griffig, haben die Zweikämpfe angenommen und haben selbst hinten raus, wo Ulm dem Siegtor dann sicherlich näher war als wir, nochmal alles reingeschmissen, um den Punkt zu behalten. Und final, denke ich, ist ein gerechtes Ergebnis und unentschieden, auf dem wir total aufbauen können. Wenn ich unsere drei Heimspiele nehme, glaube ich, haben wir uns bei der schlechtesten Leistung mit 3 Punkten belohnt. Das war gegen Mannheim und die anderen beiden waren sehr ansprechend und wäre schön, wenn wir dann gerade hier zu Hause nochmal zeitnah 3er nachlegen können, um unsere Ausgangsposition zu verbessern. Vielen Dank. Danke. Gibt es Fragen? Marvin Scholz, Lübecker Nachrichten. Ja, schönen guten Tag erstmal an beide. Florian, Frage an dich. Es gab ja heute auch ein paar Rotationen in der Startelf. Kannst du die einmal vielleicht ein bisschen näher erklären und erläutern? Ich würde gerne nicht von Rotation reden, weil wir keine englische Woche hatten, sondern war eine Analyse der letzten Leistung, mit der wir nicht einverstanden waren. Wir hatten 35 Minuten Überzahl in Aue und haben da zu wenig rausgemacht. Und
Die Jungs haben gut trainiert und ich denke auch sehr gut begonnen heute. Der eine oder andere hat mal gerade so eine kleine Leistungsstelle. Der andere hat eine gute Halbzeit gespielt in Aue, hat auf sich aufmerksam gemacht als Beispiel. Beleme hat uns tatsächlich heute schon mit seinen Qualitäten deutlich verstärkt, hatte Situationen, die unserem Spiel gut tun können. Und deswegen glaube ich, für uns als Trainerteam war es jetzt gar nicht ganz so viel passiert, sondern wir haben immer gesagt, wir haben Konkurrenzkampf auf den Positionen. Carsten Hofer als Beispiel hat gegen 60 als Außenverteidiger ein super Spiel gemacht gegen Schröter. Ja, heute kommt er rein, macht ein Tor. Da freue ich mich immer, wenn die Jungs hier reinkommen, liefern. Und die anderen, die jetzt unzufrieden draußen waren heute, können in der Woche wieder zeigen, dass sie reingehören. Ja? So einfach ist es eigentlich. Ein paar Worte vielleicht noch zu Aaron Herzog. Ja, Aaron ist sicherlich ein Spieler, der seine großen Stärken auch am Ball hat. Ja, das konnten wir auch sehen nach den ersten Minuten, wo vielleicht noch ein bisschen Anfangsnervosität da war. Ja, schade, dass wir ihn so früh runternehmen mussten, weil ich einfach glaube, dass er mit seiner Qualität uns durchaus weiterhelfen kann. Und nochmal, wir haben ja heute gegen einen Gegner gespielt, der sehr, sehr weit oben in der Tabelle steht. Und da hat man schon gesehen, dass seine Ruhe am Ball uns auch gut tun kann, wenn wir mal verlagern wollen und nach vorne spielen wollen. Deswegen war das eine ansprechende Halbzeit, aber ich hoffe, wir bekommen noch mehr von ihm zu sehen. Aber auch klare Tendenz heute, 2 Punkte eher vielleicht sogar noch verloren oder einen noch mit hinzugewonnen? Ich habe doch eben schon gesagt, dass wir ein Spiel immer nach einem kompletten Verlauf bewerten müssen und da sind wir zufrieden mit dem Punkt. In der Halbzeit hätten wir gerne 3 gehabt und die auch behalten, aber Ulm war in der zweiten Halbzeit nicht ganz so schlecht, finde ich. Im Parallelspiel in Sandhausen sah es lange so aus, dass der Gastgeber da gewinnen würde. Am Ende war es ein Unentschieden. Wie sehr ärgert dich das, wenn du jetzt mal auf den anderen Platz guckst? Egal wie die anderen spielen. Wir müssen unsere Leistung abliefern und selbst die Punkte holen. Ja? Und wir haben in den direkten Duellen auch noch die Möglichkeit zu zeigen, dass wir 3 verpunkten können. Darauf konzentrieren wir uns. Es sind noch einige Spiele zu gehen, von daher ist die Chance da. Und andere Ergebnisse. Ja, ist ein bisschen früh, uns damit zu beschäftigen. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke ich euch allen fürs Kommen, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder vor unserem Auswärtsspiel in Dresden. Bis dann. Tschüss.